Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem garantierten 90 plus Bra Fra NL Icon Spieler Pack. Ich glaube, das ist bisher die geilste Icon SBC, die überhaupt rauskam. Brasilien, Frankreich, Niederlande, Top Nation. Es kann also heute richtig krass werden. Schreibt gerne rein, wenn ihr gezogen habt. Habt ihr Glück gehabt? Habt ihr Pech gehabt? Das ist auf jeden Fall hier Gambling. Und mit am Start haben wir heute Mr. Heisen. Hey Leute, was geht? Heisen heute mit am Start. Ey, ich freue mich wieder hier zu sein und ich bin gespannt, welchen Spieler du hier ziehen wirst. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut bei Heisen vorbei, da haben wir natürlich auch was aufgenommen. Und ich würde sagen, gehen rein. 3, 2, 1, let's go. Come on. Come on. Oh, normaler Ikona. Frankreich. Yeah. LM. Oh. Nein. Oh. Pires? Oh. Totti Icon? Bro, Totti Icon wäre schön. Wir haben den normalen Pires gezogen. Ey, aber lass den Totti Icon dann kaufen, oder? Ja, safe. Komm, machen wir. Ich habe die 442, du hast die noch ein bisschen offensivere Variante. Der Mann will heute Knallgas geben, er will es wissen. Ich halte rein. Ich habe Cristiano Ronaldo am Start im Sturm vorne drin, neben Pires. Und linker Flügel ist bei mir Rafael Leao. Uff, welchen Ronaldo hast du? Den 91er spiele ich. Ah, vom Menu. Den Al-Nassr. Okay, gut. Ich habe Coman. Diaby und Mbappé. Ich weiß nicht, mit Mbappé ist direkt Rage Quit bei mir, deswegen wirklich keine Lust heute. Komm, ich halt rein. Das sind meine beiden Jungs. Okay, ich gehe im linken Mittelfeld mit einer Special-Karte von Ginola. Und im Sturm habe ich eine wunderschöne rote Karte, Player-Pick bekommen. Da habe ich einmal reingelackt, ne? Ben Yedder. Ich weiß, du liebst den Mann. Geile Karte. Ich habe Lewandowski und Ferran Torres. Also ich war sogar in der richtigen... ich war nicht in der richtigen Liga. Ja, Freunde, machen wir weiter mit der zweiten Runde. Komm, ich füge mal ein als erstes. Rechter Flügel bei mir ist, denkst du, ich habe Ronaldo auf ein Chemie gelassen oder baller ich ihn jetzt voll mit 3 Chemie mit einer World Cup Hero Card? Mit Figo? Nein, machst du nicht. Nein, mit Alvairan. Ich weiß nicht. Mein Gott, den gibt's ja auch noch, ey. Hast du ihn aufgeschrieben, sei ehrlich? Spieler, den siehst du nicht mehr in der Weekend League. Ich habe den nicht im Kopf gehabt. Nein, habe ich nicht. Geil. Linkes ZM auf jeden Fall bei mir heute am Start ist eine sehr, sehr krasse Karte. Alle E-Sportler sagen, es ist die beste ZM-Karte in FIFA 23. Es ist Rabiot, diese SBC-Karte. Und im RZM habe ich heute am Start eine Future-Star-Karte. Und es ist Fagioli. Super stark. Ich bin gegangen mit Tonali, Luis Gustavo und Rodrigo. Oh, Gustavo, hast du gedacht? Bro, du sagst immer zu mir, ey, ich überlege immer so lange, ne? Aber wenn ich lange überlege, dann kommt manchmal was dabei rum. Wenn ich dann kurz nach Bauchgefühl aufschreibe, dann kommt sowas. Okay, dann überleg gleich richtig lange bei Afos. Bei Afos überlegst du gleich richtig lange, okay? Dann kannst du mir nicht die Schuld geben. Ich halt rein bei dir. Alles klar. Rechts Mittelfeld, Bro, diese Karte wirst du niemals haben. Nein. Denn diese Karte haben, glaube ich, auch sehr wenige erspielt. Es ist... Future Star, Baller, Madueke. Zweiter Icon wird sehr, sehr wild. Da habe ich nämlich Beckham, Toti Icon. Der nächste Spieler wird mein kleiner, feiner, der jetzt, glaube ich, spielt er nicht auch irgendwo jetzt in der Liga von Ronaldo, N'Golo Kante. Ey, da ist ein Saudi-Arabien gewechselt, Rudi, aber der wechselt bei dir auf jeden Fall auf die Bank. N'Golo Kante, Enzo Fernandes und Saka, Bronzekeeper in ZM. Also, Linksverteidiger am Start. Warst du obvious? Ich habe Linksverteidiger am Start auf jeden Fall. Ake. Heute bei mir. Ja, mega obvious auf jeden Fall. Ja, kann man nehmen. Und Rechtsverteidiger. Joao Cancelo. Theo Hernandez und Molina. Weil Molina hat auch mit Acuña so einen Perfect Link. Okay, so. Wenn du die beiden hast, ne, dann bist du wirklich der Sniping-Gott. Linksverteidiger. Ich bin schon weg. Das hat nichts mit Sniping-Gott zu tun, was ich hier aufgeschrieben habe. Komm. Osei Tutu. Ja, du mit deinen ganzen Tutus, Digga. Was soll ich machen? Und Tavernier. Oh Mann, nee, Trippier und Shaw. Let's go, immer die darf ich behalten. Hab ich gebaut. Wichtig. Okay, dann Finale. Bro, Innenverteidigung wird Brecher, sag ich dir jetzt schon. Ich gehe zum einen mit Marquinhos, Team of the Season. Oh, ich hab noch überlegt, Digga, ich wusste jetzt. Wenn du jetzt mit Kimpembe kommst, bist du der größte Hund. Scheiße. Kimpembe habe ich auch und Lafont. Ach Mann, ich habe überlegt, bleibt er in der Premier League oder geht darüber? Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich Kimpembe und Marquinhos aufschreibe. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe Badiashvili aufgeschrieben, Varane und Tormezli.
Oh Mann. Richtig. Ich wusste, du musst das mit deinem Band Jeda machen, ne? Ich wusste es eigentlich. Boah, das ist wichtig. Hättest du mir die noch rausgehauen, dann Krise. Okay, so, jetzt muss ich dir einen raushauen, bitte. Ich habe ein Icon am Start, Nesta. Also, der ist eigentlich safe. Rechter Innenverteidiger heute bei mir am Start ist. Ja, 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 der ist riskant. Ruben Thiers. Wegen Ake. Ja, der war vielleicht ein bisschen zu doll. Und im Tor? Mucho Mano. Mucho Mano. Mano, Mano, Mano. Nervt nicht. Ja, wie lange ich spielen? Das war ein bisschen obvious. Zwei Spieler müssen raus und ja, Nesta okay. Wird es nicht sein. Ja, dann hat er. Ach, Bruder, genau jetzt ist der Moment gekommen, wo man wieder sagen kann, das war's. Okay, komm, wo soll Bronze Stürmer ins Tor oder Bronze Torwart in die Innenfeld? Bitte, doch, kann gerne. Bronze Stürmer. Und Ruben Thiers darf auch raus. Oh, das ist big, das ist schön. Hey, da kann mein Kanté, den kann ich verschmerzen. Aber. Zeig mal her deinen Bronze Stürmer im Tor, den will ich jetzt sehen. George McLaur. Ach, der like ist, es kracht. Was doch, das ist Totti-Icon, ne? Wow, mein Gott, Junge, der ist off-cam, was macht der da? Ja, ja. Der ist off-cam, was macht der da, Junge? Der spielt gegen 59er Bronzestürmer im Tor. Ja, aber Junge, Tor, ich freue mich doch auch nicht, wenn ich in der G-Jugend 8 Tore mache. Wow. Oh, Backcam, Junge, der wird überall auf dem Platz sein. Oh, das ist krass. Jetzt vorbei. Oh, Bro, da ist dein Bronze dann noch dazu, Alter. Komm, Stürmer. Komm, Digga, der hält ihn sogar, ne? Boah, Maschine, Junge, wen hast du da in Zoll geholt? Ach du Scheiße, Bro, oh mein Nein, Gott. Nein, die Lucky! Eieiei, ja. Der schickt mich ins Rennen. Junge, hör auf damit. Wenn du aufhörst zu reden, ne? Boom! Junge. Guter Ball. Oh, Alter. Oh, Junge, mach die Beine lang. Ich liebe ihn, Brudi. Ich liebe ihn, hä? Ich brauche ihn in den Start. Ich sag dir ehrlich, ganz ehrlich. Also bisher MVP. Wow! Ja, ich zitter so, ne? Ich zitter so. Komm. Nein, so einen drückst du mir nicht. Oh mein Gott, nein! Pfosten. Wichtig. Ey, du Kleiner. Klopp ihn doch umsonst. Klopp ihn doch. Kleiner Drecksack. Spiel den Ball. Mach ihn rein, Junge. Ah, klopp ihn doch komplett um, Junge. Nimm ihn das Bein auseinander, Mann. Warum so halbherzig? Mit allen Mitteln heute. Ja, da ist die Lücke. Das ist sie. Wow, den bietet er mir an. Ja, aber muss ich ja machen. Was soll ich machen? Ja, ich muss mit ihm so früh moven, damit ich überhaupt eine Chance habe. Er ist plötzlich in den Zweikämpfen, der Mann. Oh, mein Gott. Ich hab den so gut gemoved, was? Geht's nicht an? Ey, dieser, welcher ist das, Mann? Der f***t so ab. Ey, ich war Cristiano da, ne? Ich war so... Ronaldo! Dos Santos! So auf geht's. Modest, ist durch. Oh, ja! Ey, Bro, das tut grad so weh. Was spiel ich denn da? Ey, und du kommst immer dran, ne? Willst du mich eigentlich verarschen? Sag mal ehrlich, willst du mich verarschen? Magra. Ey, Junge, Mann, willst du mich eigentlich verarschen? Was machen die denn da? Oh, ey, komm. Ey, Junge. Kannst du mir nicht erzählen, du Kleiner, wirklich, gib ihm bitte rot. Gib ihm einfach rot. Er hat es so verdient. Let's go. Wichtig. Der muss halt einfach nur rausschießen, ey. Das ist so krass. Ja, ich muss wirklich nur Kreis drücken. Junge, willst du mich eigentlich komplett verarschen gerade? Ja! Ja! Mein Gott, was ein Dreckstor. Wie kann man den Ball so am Arsch kleben haben? Und vorbei. Ey, ich könnte so sterben gerade. Oh mein Gott. Ich hab's reingehört. Ich wollte unbedingt gewinnen, Digga. Ich wollte unbedingt gewinnen. Ja, hab ich gemerkt. Ein Discard. Und du darfst. Okay, Bro. Was für eine Form spielst du nochmal? 4-4-2. Oh, ein Sniper. Hauptsache nicht verloren. Ich nehme deinen linken. Oh, ich glaube, im ZM hat man was. Was ist linker ZM? Komm. Tief durchatmen.
Als du linke Seite gesagt hast, schwierig, da war mein Beckham auf LV. Ja. Aber ansonsten war halt wirklich gar nichts auf der Seite. Du triffst meinen SBC Osei Tutu. Ach, Digga, als Morgen kannst du Grüße von mir aus. Junge, es kann nicht wahr sein, ey. Oh, so ich gelöst. Dich. Für nichts. Für nichts. Ey, du hattest sonst hättest du noch Marquinhos, Torz, Ben Yedda, Torz, Kimem, Flashback treffen können. Waren alle auf der rechten Seite. Die waren alle auf der rechten Seite. Nee, es war nämlich rechts, das war schon wieder links. Immer wenn ich verliere, Digga, diskale ich Millionen von Coins, wenn ich gewinne 10k-Spieler. Es kann nicht wahr sein, Leute. Wichtig. Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt auf jeden Fall Heisen ab. Ich werde wahrscheinlich dieses Pack nochmal machen. Ich glaube, ich gebe dem noch eine Chance. Schreibt wie gesagt rein, was ihr gezogen habt. Dann würde ich sagen, war es das soweit vom Video. Wir sind jetzt raus. Macht's gut, haut rein. Ciao. Ciao, ciao.